Bereits 2012 hätte FPÖ-Chef HC Strache auf Empfehlung des Ministerrats das große goldene Ehrenzeichen mit dem Stern verliehen bekommen sollen. Der damalige Bundespräsident Heinz Fischer hat das Ansuchen aber nicht unterschrieben, wodurch das Ehrenzeichen nicht verliehen werden konnte. Grund ist damals ein umstrittener Sager beim Ball des Wiener Kooperationsring im Jänner 2012. Strache soll damals gesagt haben, wir sind die neuen Juden. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat den Beschluss nun unterschrieben. Die Verleihung wird von Nationalpräsidentin Doris Bures durchgeführt. Neben Strache bekommen noch 10 andere Personen einen Orden verliehen, heißt es aus Bures Büro. Ein Ehrenzeichen ist für Abgeordnete nach 10 Jahren im Parlament vorgesehen. 2012 hat Strache diese Zeit im Nationalrat zwar noch nicht absolviert, sitzt er doch seit 30. Oktober 2006 im Hohen Haus. Allerdings wird ihm damals offenbar seine Zeit im Wiener Landtag quasi angerechnet. Mittlerweile hat er die 10-Jahres-Marke aber ohnehin schon übersprungen.